In dem Kloster gab es manchmal ganz harte Strafen bis zur Prügelstrafe. Ja, liebe Kinder, jetzt möchte ich euch was sagen. Schaut mal, Eltern, die Kinder nie strafen, die sind eigentlich keine lieben Eltern. Denn es gibt ein Sprichwort, wenn der Vater den Sohn nicht schlägt, schlägt nachher der Sohn den Vater. Ihr müsstet eigentlich, liebe Kinder, die hier seid und zu Hause seid, ihr müsstet eigentlich dem lieben Gott ganz fest danken, wenn die Eltern euch manchmal bestrafen. Das hilft euch, dass ihr gute Menschen werdet, ganz ähnlich wie der Placidus. Denn schon unser lieber Papst hat gesagt, dass ein bisschen Prügel in der Erziehung eine feine Sache ist. Hauptsache, man schlägt mit Liebe und mit Würde. Ich zum Beispiel wurde mein Leben lang verwemst, immer mit der Pfanne an den Kopf, aber es hat mir nicht geschadet. Denkt an das schöne Sprichwort, wenn der Vater den Sohn nicht schlägt, schlägt irgendwann der Sohn den Vater. Was so viel heißt wie, der arme Sohn muss dann für den faulen Vater die ganze Prügelarbeit übernehmen, nur weil der sich zu fein dafür war. Aber einer muss ja schlagen, denn sonst heult ja keiner. Und wer als Kind die elterliche Wärme nicht ab und zu körperlich eingebläut bekommt, der kann logischerweise auch kein guter Mensch werden. Deshalb, liebe Kinder, geht heute Abend zu eurem Vater und fragt höflich: Lieber Papa, wenn du vielleicht vor dem Zu-Bett-Gehen noch die Güte hättest und die Zeit finden würdest für ein paar Schellen oder eine heilige Tracht, ich wäre dir sehr verbunden. Und schreit dann dabei nicht aua wie ein schwaches Weib, sondern sagt danach: Danke, lieber Herrgott, und spendet euer Taschengeld an die katholische Kirche. Amen.